Hallo, liebe App-Gefahrennutzer, hier sind der Freddy und der Fabian. Wir haben Modern Combat 4 ausgepackt und schon mal eine Runde gespielt. Wir sind jetzt mittlerweile in der vierten Mission hier im Kampagnenmodus. Wir machen einfach mal weiter. Als Schwierigkeitsgrad haben wir leicht gewählt, denn wir wollen ja auch was treffen. Ne? Blutige Anfänger, ne? Genau. Am besten noch mit Zielhilfe. Aber die ist ja sowieso. So eine automatische ein bisschen ist immer dabei, denn ansonsten wäre es doch recht schwer mit diesen Touch-Steuerungen da was zu treffen. Ladezeiten sind recht lang. Und das ist auf dem iPad 3. Also ältere iPads brauchen da wahrscheinlich schon noch ein bisschen länger. Das iPad 1 wird, glaube ich, sowieso nicht unterstützt. Ja gut, Sir, verständlich, oder? Zwischendurch gibt es immer so kleine Sequenzen, die sind ganz nett gemacht, mit deutschen Untertiteln. Zwischendurch spielt man sogar mal einen Terroristen. Jetzt sind wir aber auf der guten Seite und retten die Welt. Ja, das überspringen wir einfach mal, hier der Präsident. Könnte vielleicht ein bisschen lang werden. So. Schöne Waffe. Aber die konnte ich ja letztes Mal noch nicht spielen, ne? Nee, ich nehme mal an. Ich nehme erstmal was anderes. Man weiß ja nie, was kommt. Durchbrechen. Ich weiß, ja immer noch die gleiche, aber ist ja kein Problem. Elegant. Das Kollege hier. Ach so. Ich schieß mal nach unten auf die Bösen, ja? Ja, da wo das Zielkreuz oder Fadenkreuz dann rot wird, dann triffst du auch. Man sieht, Steuerung eigentlich recht simpel. Links bewegt man sich, rechts kann man die Waffe hin und her schwenken, schießen, Granaten werfen, rennen oder auch näher ranzoomen. Oh, jetzt geht's los, Granate her. Hat aber nichts getroffen. Nee. Ah, wer schießt denn die ganze Zeit auf mich? Da hinten, der. Ich kann ja, die wollte ich gar nicht werfen. Ach, macht nichts. Vielleicht steht ja da einer. Erwischt, würde ich sagen. So. Ich glaube, das Kollege. Ja. Ja, ja. Hier unten muss noch jemand sein. Da unten. Sicher? Ja. Ja, ja, fällt da um. Der steht immer noch hier, oder was ist das denn, ey? Ja, hallo! Den. Runter kannst du wahrscheinlich erstmal nicht. Aha, also, dort. Aber da ist immer noch einer. Da tatsächlich. Boah, zwei Schüsse. Ja, die haben ja diese neue Physik, also die Leute fliegen immer alle sehr schön durch die Gegend. Ach, immer noch einer. Ich bin sogar schon, wie ich im Text geschrieben hatte, auf einen abgerissenen Fuß gestoßen. Plopp. So, jetzt geht's weiter. Ja, grafisch-technisch kann ich das schon sehen lassen. Ist schon nochmal eine ordentliche Schippe drauf zum Vorgänger. Ach, wer ist denn jetzt hier schon wieder da hinten? Ich glaube, es hackt. That's a kill. Hat er gut gesehen. Ach, es geht dann immer noch weiter hier. Gehören die nicht zu uns? Wie viele Missionen gibt es so rund? Oder gibt es eine Angabe? Acht Missionen. Und teilweise spielt man da. Hey. Trifft dich mit der Zerstörungseinheit. Ja, man sieht ja in der Mitte ungefähr, wo man hin muss immer. Da steht jetzt bewegen 5-6 Meter. Und dann gibt es ein paar neue Anweisungen. Sind das hier alles? Oh Mann. Eieiei. Da würde ich ja sagen, eine Granate gleich mal da rein. Lass mal hier in Deckung gehen. So, erwischt, würde ich sagen, ne? Die Kommentare sind manchmal sehr, interessant. Ich glaube, den kriegst du nicht, weil er sich da noch so halb versteckt. Ja, ich bin... Zumindest, dass er dahinter steht, aber durchschießen kannst du, glaube ich, nicht. Genau, vielleicht mal... Ach ja, nehmen wir doch den, ne? Der stand da so schön. Der da oben will auch noch was. Ich glaube, da kommst du so nicht ran. So sieht gut aus. Ich muss ja sagen, Modern Combat 3 habe ich jetzt nicht wirklich viel gespielt. Aber ist auch immer Geschmackssache, also macht schon Spaß. Die Gegner sind übrigens so ein bisschen dumm auch teilweise, weil wir halt auf leicht spielen. Ich denke mal, wenn man dann einen schwierigeren Schwierigkeitsgrad wählt, es gibt glaube ich insgesamt vier Stück.
Du bist auf dem Schwächsten quasi. Ja, ja. Ah, okay. Ich bin jetzt nicht so der... Dann kann man wahrscheinlich so durchrennen. Also ja, nicht ganz. Also nicht, aber... man stirbt auch ab und zu mal. Ah, er lebt immer noch. Es gibt's doch gar nicht. Wer vielleicht den Vorgänger schon viel und oft gespielt hat, der könnte sicherlich irgendwie Mittel oder so auswählen. Der ja, kommt da auch klar. Aber da wir jetzt hier nicht nur sterben wollen, nehmen wir mal den Einfachen, ne? Boah. Das war jetzt auch ein bisschen die Zielhilfe, muss ich ehrlich gestehen. Ja, ja, klar. Wenn du ranzoomst und du quasi vor einem stehst, oder ungefähr in der Schussbahn, also der bewegt sich auch, schon ganz bewegt da auch mit dann die Waffe. Da ist doch einer gerannt, ich hab doch gesehen. Jetzt muss ich nachladen. Ja, jetzt aber schnell. Aber der hat halt nicht geschossen. Ja, sein Pech. So, da ist noch irgendwo einer. Da hinten läuft er. Oben auch mal da. Links sieht man das ja auch immer ganz gut. Rote Punkte sind die Gegner. Die weißen Punkte die Kollegen. Zwischendurch sollte man ein bisschen Munition immer einsammeln. Ich hatte in der vorherigen Mission mal die das Problem, dass ich keine Munition mehr hatte. Das war ein sehr, nicht so gut. Bleibt mir nur noch ein Messer übrig wahrscheinlich, ne? Ja, ich hatte noch den Granatwerfer. Aber der war für den Nahkampf, jetzt nicht so gut. So, ich würde sagen, 2-3 Minuten zeigen wir uns noch. Euch noch. Die Multiplayer. Wenn man nah genug dran ist, dann macht er sowieso schicke Sachen. Wie gesagt, der Multiplayer, den können wir euch jetzt noch nicht so zeigen, weil es spielt halt noch niemand. Das waren unsere Kollegen, auf die ich hier geschossen habe. Aber generell soll der auf jeden Fall verbessert worden sein, so dass alles ein bisschen flüssiger läuft. Und ach, jetzt muss ich hier den Kollegen beschützen, ich verstehe. Aber die Granate, da sieht aber echt gut aus, ne? Von der Grafik da richtig, der Rauch. Ach, die Rauchgranate, ja. So. Zack. Komm hier. Immer durch. Guck mal, der schießt doch gar nicht auf mich. Ja, du nimmst die anderen, ne? Einfach durchlaufen. Adelina, Metze. Wie gesagt, wir spielen auf leicht. Ja. Verstecken sie sich, ja? Guck mal hier nochmal. Was so schön ist. Ey, wo ist er? Da, hallo. Zack. Ein Messerschnitt, da ist er durch. Ja, natürlich, natürlich. Tschüss. Der auch noch? Oh, da war mal, ne? Weit entfernt, würde ich sagen. Ach, der ist ja noch gar nicht. Oder ja, das war ein neuer. Also es sind sehr viele Gegner. Ja. Ja, man schießt viel, würde ich sagen. Aber ist ja auch Sinn der Sache bei dem Spiel, würde ich sagen. Eine Energieanzeige an sich gibt's glaube ich nicht, oder? Weil die tauchen einfach hier so auf, die Kollegen. Das sind ja Schweine. Eine Energieanzeige? Das haben wir es wird irgendwann, wenn ich beschossen werde, das können wir einfach mal vorführen. Jetzt gleich rot auf dem Bildschirm. Jetzt wirft der Granate, aber schießt nicht auf mich. Das ist auch sehr. Also sprich für die KI hier in leicht. Wir gucken mal, ob der nochmal vorhat, auf uns zu schießen. Ach, jetzt zieht er uns dann immer. Ja, man sieht es. Der und dann irgendwann kommt halt so eine Meldung und dann. Vielleicht solltest du jetzt. Ah, gut. Guck, da kommt. Das ist ja frech gewesen. Da kommt direkt der nächste. Also, wie gesagt, auf leicht ist es dann doch schon relativ leicht. Hat man jetzt gerade gesehen, die KI reagiert nicht ganz so, wie sie es vielleicht im realen Leben machen würde. Aber es ist ja ein Spiel. Es soll Spaß machen und das macht es auf jeden Fall. Missionen sind sehr umfangreich. 20 Minuten, eine halbe Stunde spielt man da schon mal. Wie sieht es mit den App-Käufen aus? Vorhanden? Sind vorhanden aber für so Extras, dass man sich halt mehr Munition holt, mehr Frage, Granaten ob man holt. Ob man den Multiplayer-Modus benutzen kann oder nicht? Müsste gehen, also gehe ich stark von aus. Ja, wie gesagt, den haben wir noch nicht gespielt, weil es einfach noch nicht ging. Ja. Aber insgesamt auf jeden Fall für Shooter-Fans, für den Umfang, den man bekommt, für 5,99 eine klare Empfehlung. Auf jeden Fall, Kaufempfehlung. Grafik auf Konsolenniveau schon fast, also irgendwo so zwischen PlayStation 2 und 3. Würde ich sagen. Ja, kommt hin, ne? Also sieht schon klasse aus. Für ein iPad. Ich meine, klar, Retina-Display ist schon geil und ist eine gut entwickelte Grafik, muss man. Ja. Ist einfach so. Was ich mir jetzt frage, ist, ob es auf dem iPad 4 noch ein bisschen besser aussehen würde. Es ist wahrscheinlich optimiert. Wahrscheinlich. So ein paar mehr Effekte noch, aber das können wir halt nicht sagen. Ja, man weiß es nicht. Ist halt ein bisschen schneller, aber von der Grafik, also von der Grafik an sich bleibt natürlich gleich. Vielleicht gibt es ein paar mehr Effekte, das kann sein, aber mit dem iPad 3 ist man sicherlich noch gut bedient. Ja, da könnt ihr bei uns aber mal schreiben, wie ihr das Spiel findet, was ihr grafisch da vielleicht noch seht, was wir jetzt nicht auf unserem iPad 3 gesehen haben. Es ist iPhone 5 optimiert, auf dem iPad Mini läuft es auch ganz gut, natürlich da nicht in Retina-Auflösung. Auf älteren Geräten wie dem 3GS, wo es installiert werden kann, sieht es natürlich nicht so gut aus und hat auch nicht so eine hohe Framerate. Ja, die Ladezeiten sind da wahrscheinlich auch recht lang. Ja,
aber insgesamt auf jeden Fall eine Kaufempfehlung von uns.